Kopfnickermusik. Bitte, der Cruiser. Der Polish Cruiser. Post. Ich Post. Das spaßt. Ja, dann gibt es jetzt noch einmal so ein Event. Maximal zweimal. Was denn? Ja, Hänger-Event. Warum? Ja, Urlaub für dieses Jahr ist durch. Für dieses Jahr. Und nächstes Jahr komme ich noch zweimal mindestens im Hänger, weil ich ja auch vom Heben dann die Anlage abtransportiere. Ach, kannst du mal dem Reini eben Bescheid sagen, dass wir auf dem Weg sind? Ah, ja. Du musst ja telefonieren und Auto fahren, ne? Ich kann das. Das darf man aber nicht. Ich mach's doch gerade. Ja, aber du fährst ja nicht Auto. Mach ich das. Du fährst mit. Oh, jetzt kann man die Klimaanlage doch mal anmachen. Jo, wir sind am Weg. Wir sind an der Nockenwelle. Was? Alles klar. Jo, bis gleich. Ciao. Du bummelst. Wo ist er? Ja, was ist hier, ey? Da ist er. Oh, guck mal, wie bestellt, ey. Das ist so ein Timing hier, ey. Ich glaube, der kann seinen Scheiß so gut auf den Rucksack packen, ne? Das passt. Ich denke auch. So, ich gebe jetzt mal einfach, mal gucken, ob ich das habe. Ich glaube, ich habe das sogar markiert. Berzewald. Das ist fast, als wenn ich hier losfahren könnte. Ja. MTB-Strecke. Boah, okay, ist immer noch da. Was ist das hier? War das schon immer so hoch? Das ist halt, wenn Schiebedach drin ist. Oh, Olli, hier. 200 Euro Gutschein. Ach ja, den habe ich schon seit Ewigkeiten. Hab mir in Berlin einen dran gemacht. Ich kaufe die Auto für 200. Hab ich auch gedacht, verpiss dich, ey. Im gleichgültigen Zustand. Wir kaufen ihr Fahrzeug im gleichgültigen Zustand. Und Olli, hast du den Max gekauft? Ach. Ey. Ich hab doch schon letzte Woche gesagt. Außer vielleicht den Max, hast du gedacht. Das, ja, da gibt's auch. Ich finde auch den UDA finde ich auch nicht schlecht. Oh ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ey, das ist wirklich so jetzt. Das ist jetzt die Grenze, wo der ganze Vorbereitungsscheiß dann aufhört, Spaß zu machen. Mir reicht das jetzt. Aber wer ist denn hier jetzt der zugezogene Loke? Der fällt denn hier schon im Kreis. Wo sind wir denn jetzt? Hä? Was ist das für eine Scheiße hier? Nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber warte mal, doch, das stimmt, aber wir müssen wenden. Und wieder zurückfahren? Ja. Ja, gut, dass ich ein ausländisches Nummernschild dabei habe. Oh ja. Kann ich hier fahren wie ein Blöden. Aber fahr noch mal ein bisschen weiter, da kommt dann eventuell auch ein Kreisfahrer. Warte mal, hier sind wir richtig, fahr da rauf. Ah, wir sind hier voll, das ist gar keine Aral, das ist ein Shell, da müssen wir hin. Hier müssen wir drauf. Aber sonst ist noch alles gut, ne? Nee, sag doch, hier ist zur Zeche! Nee, warte, das ist hier gar nicht. Hier rechts geht zur Zeche! Ey, ich bin jetzt voll verwirrt. Hier rechts geht zur Zeche runter. Ja, das hilft mir auch nicht. Nee, das ist auch nicht richtig. Das ist nicht das, wo ich hin wollte. Aber ist doch scheißegal, wir gucken jetzt, was das Angebot hergibt. Ja. Oh. Ich weiß nicht, wo mein Portemonnaie ist. Irgendwo. Mach mal einen Teil davon. Ja, mit Tanke. Er muss noch mal rein. Oh. Nee, so sollte ich das nicht machen. Ich habe nicht vor, eine Vollbremsung hinzulegen. Nicht vor, aber. Du musst vielleicht einfach dein Bein davor halten oder so. Schütze das Bier mit deinem Körper, Leben. Genau. Und wenn es auch nur gemischte Pansche ist. Fahr mal. So, meiner sagt jetzt, ich soll rechts fahren. Rechts? Mhm. Hier? Machen wir einfach mal. Ah, da kann man bestimmt auch von hinten ran, wa? Ja, aber ich will nur noch sagen, jetzt gerade eben, deine Ortskenntnisse gerade eben haben mich doch davon überzeugt, dass es besser ist, einfach dem Fall danach zu fahren. Sind wir hier richtig? Sind wir da? Nee, ach, ey, guck mal, hier wollte ich gar nicht hin. Du sollst doch mal einen inneren Monologen nicht lauschen. Du sollst nur darauf hören, was das sind ja keine inneren Monologen, das sind ja nach außen transponierte, was transferierte Monologe. Boah. Da ist aber.
Ich glaube, wir sind schon fast da, ne? Ja. Kommt der halbe Fähr. Und du hast mir gesagt, fahr links, ey. Alter. Wir haben auch hingekommen, hätte nur länger gedauert. Ja, klar, logisch. Ja, einmal um die Kugel rum. Wer steht denn jetzt wieder hier? Da sind wieder haltlose Vorwürfe. Das ist natürlich perfekt für das Solarpanel, ey. Unterm Baum im Schatten. Ja, besser geht's auch nicht mehr. Na, scheiße. Ja, gut, bei dem Sonnenschein heute. Aber die Batterie ist flatsch leer, weil eine Sicherung ist durchgebrannt in dem Kühlschrank. Der lief die ganze Nacht und hat die Batterie komplett leer gesogen. Also ich brauche jetzt jedes Watt, damit die Batterie nicht kaputt geht. Ich hol den Max. Nee. Ja, irgendwie, der ist zu leicht. Der ist zu schnell für sein Gewicht. Ich kann hier nicht fahren heute. Wird da einfach so rüber. Boah, ist schon besser. Achtung! Da sagt ich jetzt, ey Alter, Kurve, was willst du denn von mir? Oh.
Ja, aber wenn der Ding gegen den Kopf fliegt, ist auch nicht toll. Also ich, ne? Ja, ich bin erschrocken immer. So. Was hier dann gut ist, ist der T-Griff, ne? Hier ist der Schalter. Ah, hier. Jetzt ist er an. Ja, ist jetzt ein bisschen weniger. Jetzt kommt aber auch Sonne, ne? Ja, sicher. Muss man mal hier nehmen, Raptor. Ich glaube, jetzt ist er wieder aus. Ach, da war er. Nein, die hier, wo Raptor draufsteht. Was, wo Raptor draufsteht? Wo steht der Raptor drauf? Ja, da muss ich mal einfach gucken. Da gibt es nicht so viele Flächen, wo man einen guten Aufkleber drauf machen kann. Und dann unter dem Pistolenabzug. Da ist doch nicht wahr. Wo steht denn hier Raptor? Ey, willst du, gib her, ich zeig dir. Ach, da. Ja. Mach mal hier. Ja, das hätte man sehen können. Jo, herzlich willkommen. Ja, noch zwei Paneele mehr. Ja, der Lüfter kommt noch nicht aus. Jetzt ist er wieder an. Kommst du vorwärts, wenn du ein Stück fahren kannst? Nein, geht nicht. Da passiert doch nichts. Dann kann ich nicht. Nein, geht nicht. Hast du versucht? Ja, komm, probier mal aus. Ach, hast du probiert, du Sau. Hab ich. Jetzt bin ich der Große, der nur spielen will. Das dritte Mal jetzt.